zwei Maps oder gibt es hier vielleicht irgendwo eine Überfahrt? Das werden wir erfahren bei diesem America's Miner, meine Freunde. Und wisst ihr, was auch noch hinzukommt? Wir haben heute noch zwei Partien. Also die jetzt und noch eine andere Partie. Da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich was zu schauen. Auf jeden Fall. Für Cello geht's erstmal richtig los. Also das Line-Up rund um KNG und Co. geht hier erstmal mit einem sauberen Schuss von Cello in Führung. Die spielen jetzt ja auch schon ein bisschen länger zusammen. Und natürlich auch KNG. Absolut puren, brutalen Skill. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Er kann halt auch alles spielen. Er kann AWP spielen, er kann Rifle spielen. Er kann aggressiv spielen, kann sich aber auch zurückhalten. Und in letzter Zeit hat er auch vieles an seiner Persönlichkeit verändert. Also, waren ja immer wieder, ich würde sagen, die Diskrepanzen mit irgendwelchen Teams oder natürlich auch mit sich selbst und mit anderen Spielern, die da in den Vordergrund gerückt sind. Und dann macht Sand hier einfach mal dicht. Damit das 1:0 ist, gibt erstmal eine Pause. Und das ist ein Technical. Deshalb vielleicht der gute KNG nicht bei den meisten Leuten so beliebt. Also wir werden heute noch ein bisschen Counter-Strike sehen. Und wir fangen erstmal an, wie gesagt, mit den beiden Teams aus Brasilien. So, insgesamt sind es ja sozusagen vier Teams aus Brasilien und vier Teams aus dem nordamerikanischen Raum. Das Einzige, was da so ein bisschen rausfällt, ist halt Bravado Gaming, aber die sind natürlich über das America Qualifier sind sie hier durchgestartet und konnten sich dann auch fürs Miner qualifizieren. Also da auf jeden Fall ein Plätzchen für ein amerikanisches Team. Das musste man abgeben. Damit sind es drei in der Zahl. Plus die vier brasilianischen Teams. So, die ersten Teams haben sich natürlich auch hier gegebenenfalls, müssen sich heute schon verabschieden. Ist es ein brasilianisches Team? Ist es ein amerikanisches Team? Also nordamerikanisch. Das wird sich alles noch klären. So, hier geht es erstmal um die Wurst. Da muss ein brasilianisches Team in den sauren Apfel beißen. In der Mitte wartet KNG. Sauberes Break Control zusammen mit seinem Mate. Der muss zwar dran glauben, der gute Sun. Aber KNG räumt hier die Mitte auf. Und nicht umsonst sagen wir, dass KNG auf jeden Fall zu den Besseren hier gehört. Es war auf jeden Fall sauber gespielt. Das 2:0. Man ist ausgestattet mit AUG auf der CT-Seite. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie kann Imperial hier direkt eine Antwort finden. Sehr aggressives Spiel auf lang. Overpass. Man geht hier direkt zu zweit nach vorne. Die AUG in Reihe Nummer 1 mit Cello zusammen an der M4. Positioniert man sich direkt sehr, sehr offensiv. Showtime hat da absolut überhaupt keine Informationen. Und damit hat man perfekten Meter an der Ecke abgestellt. Und das könnte vielleicht genau der Vorteil sein, den man sich hier arbeiten kann. Wird aber angeaimt, also da hat man sich auf jeden Fall gut vorbereitet. SHZ direkt da mit der Antwort. Also, Cello kann da nicht mehr viel anrichten. Und damit, gut Ding, braucht natürlich manchmal auch etwas Vorbereitung. Oder gut Ding braucht Weil. Und das macht man hier über die Mitte. Damit den ersten Fokus beendet für die Jungs auf der CT-Seite. Ja, und jetzt heißt es natürlich, irgendeine Antwort finden. Wie weit hat man vielleicht die Spieler schon von B weggezogen? Möchte man irgendwo eine Überzahlsituation ausnutzen? Die hat man zurzeit eigentlich an allen Spots. Schwerer wird es aber auf B. Und das soll jetzt das Ziel sein. Zwei Leute im Wasser. KNG ist da schon absolut low geschossen mit 22 HP. Sondern wird direkt das Duell gesucht. Der Spieler Graffiti könnte hier eine ganz, ganz wichtige Rolle übernehmen. KNG findet sogar noch einen oben im Nest. Ist man schon da. Und damit eine 3 gegen 1 Situation. Die Bombe ist unten ins Wasser getroppt. Man kommt hier erstmal nicht durch. Läuft gegen die Schranke, gegen eine Wand. Und dann müssen nur noch DCT
Und der macht beide. Also, wir können hier nicht reinziehen und den Reflex setzen. Und das wird instant bestraft von DCT. So, damit der Force bei auf beiden Seiten. AWP mit dabei. Direkt GNG ans lange Rohr gestellt. Dazu ein paar Granaten, um das Backup zu geben. Aber auch bei Imperial versucht man direkt da KNG so ein bisschen zu contesten. In der Mitte zwingt ihn auch direkt Richtung Toilette zurückzuziehen. Instant bestraft. Ach, diese Wortspiele sind wieder zu gut. Auf jeden Fall dadurch, dass KNG erstmal weg ist, kann man sich natürlich hier die Mitte etwas erarbeiten. Das wird auch das Ziel sein. Nachträgliche Mittelkontrolle bei 1 Minute 10. Da sehen sie sich, die Jungs auf der T-Seite. So. DCT wurde da direkt mal supportet. Der zieht sich auch zurück. Also der Underpass ist frei. Das ist schon mal eine wichtige Position, die man zusammen ausgeschlossen hat. Man wartet aber hier mit einer CZ Richtung Kurznet, das ist Destiny. Durch dadurch, dass der Underpass ausgeschlossen ist, hast du halt immer ein Problem weniger, dass du da sehr schnell Probleme bekommst, dass einfach die Tür aufgeht, sondern du kannst den Raum einnehmen, unten vor der Tür. Aber sie entscheiden sich komplett übers Monster zu gehen. Und da wartet Yel an der Aug. Der wartet oben im Nest, unten Richtung Wasser, überhaupt keiner unterwegs. KNG ist zwar schon im Graffiti da, oben, pardon, im Nest. Also es wird ein ganz harter B-Retake. Mit zwei Leuten über kurz. Und da schlägt zum Beispiel mal die CZ zu. So, SHC auch auf der Suche nach dem Refrag. So, da geht Yel nach vorne. Yel mit dem ersten, Yel mit dem zweiten. Zusammen mit Destiny klappt es hier. Und damit haben sie den Retake hier super runtergespielt. Sehr diszipliniert von Inst. Und damit ist die Runde vorbei. Also, wir haben Imperial weiterhin mit einer Runde. Und die Jungs können weiter ihren Vorsprung auf der CT-Seite ausbauen. 1:3. Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Traum jedes Brasilianers, der irgendwas mit E-Sports zu tun hat, halt dem Beispiel Fallen nachzugehen. Und es gibt ja auch Teams, die es auf jeden Fall schaffen. Und das Geld ist ja auch da. Das darf man nicht vergessen. Die brasilianische Szene in Counter-Strike ist groß. Und es gibt immer wieder genug Teams, die sich halt beweisen und dann halt von irgendeiner amerikanischen Organisation zum Beispiel auch gepickt werden. Da merkt man einfach auch, wie viel Geld in diesem Business steckt. Besonders im amerikanischen Bereich. Auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Nade gegen KNG und Sand. Damit versucht man weiter sein Glück zu finden. Erstmal Richtung Toilette. Also man geht hier sehr konfident nach vorne. Bei Imperial ist es ja nochmal der Force bei. Hat auch ganz gut Granaten dabei. Plus eine AK und eine Farmer. Ach, eine Farmer, eine Galil. So, hier wieder die Jungs von. Und sie wieder sehr weit zurückgedrängt. CQKS. Ey, die Namen sind halt echt Zungenbrecher für jeden Caster. Du hast halt überall so Abkürzungen, so DCT, SHC, CQKS. Das ist krass, Mann. Das ist sehr Zungenbrecher-like, ne? Schwierig für einen Caster. Naja, auf den Spot kommen sie drauf, die Wand liegt wieder. Die CT-Seite komplett hart auf Retake aufgebaut. Also man versucht da nicht großartig irgendwie aggressiv reinzugehen, irgendwie das Spiel so zu unterbrechen, dass die Bombe gelegt werden kann, sondern man macht das ganz entspannt. Ja, und das gelingt ja auch. Und damit die Runde vorbei. Also der Schlüssel zum Erfolg ist hier gerade, einfach den Gegner machen lassen und dann selber drauf reagieren. Okay.
Also damit kann man auf jeden Fall ganz gut arbeiten. Damit die Runde auch vorbei. Das 1 zu 4. Also bisher hat man in diesen Retake-Situationen kaum Probleme, sich da zu beweisen. So, bei Imperial sind es nur ein paar Deagles. Nämlich 5 an der Zahl, keine Granaten. Keine einzige Kevlar. So, Tower wird ausgeparkt, da steht GNG bereit. Also, der Vorteil ist natürlich, dass du eine AWP auch super flexibel auf Overpass einsetzen kannst. Und das könnte vielleicht der kleine, aber feine Vorteil sein, dass sie halt wirklich mit GNG wirklich eine sehr starke AWP haben, die halt überall peaken kann. Mitte, Connector, vor B, offensiv, als Tower, vor Monster. Wenn du halt eine starke AWP auf der CT-Seite hast, du kannst dir so einen großen Vorteil erspielen. So, es geht langsam nach vorne, da wartet man wieder, nette Schelle. Da wartet man diesmal wieder am Truck. So, Arm guckt raus. Erster down. Und der letzte CQKS wartet Richtung lang und muss dafür ins Gras beißen. Also Cello holt sich beide. Ein wenig teuer geworden die Runde, aber das Geld ist erstmal keine große Hürde für die CT-Seite da zu kaufen. Ja, CT-Seite bisher sehr diszipliniert, klar. Und versucht hier mal ein bisschen aggressiver sich im Spiel zu zeigen, ein bisschen aktiver ins Spielgeschehen einzugreifen. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann stehen zurzeit alle wie ein Bollwerk. Aber es wird jetzt erstmal wieder richtig losgehen. Beide Seiten gut ausgestattet. Dazu gehört sehr viel Equipment, man gut investiert hat in Utility und man verzichtet erstmal auf eine AWP auf der T-Seite. Dafür auch bei Inst erstmal 2 AWPs dabei, also Premiere feiert sie in der Runde, plus 2-mal die AUG. Kenji steht in der Toilette bereit. Die andere AWP mit Yale steht im Connector. Also das Kreuzfeuer, das können sie hier nicht mehr aufrecht halten. Zumindest kann KNG nochmal verhindern, dass da Sand überpusht wird. Das ist halt so eine wichtige Position. Die Bombe ist getroppt, das müsste KNG auch gecallt haben. Was natürlich auch so wieder ein bisschen Imperial ins Stocken bringt. Und das ist durch den Mann, den sie im Vorteil haben, gar nicht so einfach. So, dann gewinnt man auch genau das Duell, auf was man gerade scharf war. Und das war von Tifa. Jo, und dann war die Cello in der Mitte. Also, sie fallen alle wie die Fliegen um. Sehr, sehr einzeln gerade gestorben, die letzten 3 Spieler. Auch ein bisschen unglücklich, dass man das Duell unten im Sumpf nicht gewonnen hat. Also Richtung B kurz. Taktischer Timeout bei Imperiale. So, kriegt man jetzt immer schon angezeigt, wie es auf und ab blinkt. Wie auch der Kirmes. Eigentlich ein sehr schönes Setup. Gefällt mir mit der Doppel-AWP im Kreuz. Aber sehr, sehr schwer zu handeln, sollte es wirklich sehr schnell Richtung Mitte gehen. Oder man pusht halt den Underpass. Aber dafür hat er einen zweiten Spieler dabei, der ihm da den Rücken deckt. Trotzdem, es kann sehr schnell nach hinten losgehen, wenn das Tempo halt
Stress angezogen wird. Aber hier hat es auf jeden Fall funktioniert und Imperial muss mal wieder sparen. Also bisher ihr Map-Pick auf jeden Fall. Naja, noch nie so gut angefangen. 6 Runden. Ist noch kein Beinbruch. Man hat ganz gut Granaten dabei, um auch wirklich einen Exekut hier vorzubereiten. Da kommt aber direkte Antwort von der CT-Seite und zwar von Sand. Und da fallen alle um mit Granaten. Sie kriegen hier den Raum überhaupt nicht, den sie eigentlich brauchen, um sich wirklich für einen Exekut vorzubereiten, um zumindest irgendwie die Bombe draufzulegen auf den Spot und die Bombe durchzubringen. Das gelingt ihnen aber hier nicht. Sehr gute Flash, perfekt getimed. Und dann kann Sand hier mit der AUG einfach alles abräumen. Du hast da immer noch SHC unterwegs. Aber die Bombe liegt oben. Versucht nochmal das Duell. Und am Ende reicht die Eagle nicht, um Destiny hier in die Knie zu zwingen. Das ist das 1:7. Brazil, never forget. Da ist es. Nächste Waffenrunde. Also Imperial weiterhin auf der Suche nach irgendeiner Lücke, irgendeiner Möglichkeit, Runden zu holen. Vielleicht auch mal das Geld von den Jungs auf CT-Seite mal ein bisschen down zu bekommen, was bisher doch sehr schwierig sich gestaltet, besonders weil sich KNG und Cello da ein ordentliches Geldpolster ansammeln. Zwischenzeitlich auch wieder nur auf einer AWP. Sie rechnen jetzt auch ein bisschen damit, dass das Spieltempo gegebenenfalls erhöht wird. Und man dann nur auf eine AWP setzt. Es geht auf Contact Richtung B nach vorne. So, wie weit kommt man jetzt da jetzt durch? Zumindest Destiny mit dem ersten. Kommt nochmal in die Ecke, kann sie aber nicht mehr hier selber einsmogen. Cello liegt immer noch Richtung Wasser. Und Cello versucht ja auch weiterhin zu überleben. Sie trauen sich ihn nicht zu pieken, weil sie schon Angst haben, dass die AWP oben im Fenster steht. Und da geht die Bombe down und die liegt an der Rampe Richtung Wasser. Sie laufen hier auf ein Bollwerk. Sie kommen keinen Zentimeter Richtung Spot durch. Ein Panzerschrank, den gerade die CT-Seite da aufgebaut hat, der nicht zu knacken ist. So, nur noch CQ, KS. AWP in den Händen, Spieler ist bekannt. Jo hat sich da verraten, zieht man rein mit Cello. 1-gegen-1 Situation. Cent an der AWP, es wird angefeckt, rausgesprungen. Schön gemacht, also die Runde, die geht nochmal in die richtige Richtung. Wie man sich das dann vorstellt, dass man es gerade noch so schafft. Was ist das denn da für ein Finger? Ja, es gibt sehr spezielle Maskottchen, die man mitnimmt. Der eine kriegt einen Bären geschenkt von seiner Freundin. Der andere kriegt so einen Drachen. Und was kriegt er? Er kriegt eine Hand. Warum nicht? So, taktische Pause. Also es wird wieder kurz überlegt, was man hier machen könnte. Ideen gesammelt. Lücken gesucht. Und das war gerade sehr, sehr individuell, was man hier aufreißen konnte. Also alles auf die Lasten von einem Spieler. Das muss auf jeden Fall etwas solider laufen auf der T-Seite. Sie brauchen halt mal wirklich Runden, wo sie mal drei Spieler durchbringen, damit sie sich mal irgendeine Economy aufbauen können. Oder zumindest mal voll Granaten kaufen. Weil in Z hat jetzt natürlich das Problem, oder hat den Vorteil, dass sie halt jetzt nochmal eine Runde gut nachkaufen können. Und es wird halt auch vom Loser-Bonus dann irgendwann nicht weniger. Das heißt, jetzt zählt eigentlich die Runde, um so ein bisschen das gleichzustellen,
vielleicht sogar die Hälfte noch zu gewinnen oder zumindest auf 6 Runden zu kommen. Erstmal hier vorne ein auf der CT-Seite. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Sand könnte da ein gutes Timing haben, um einzufallen. Entscheidet sich aber erstmal Rückzug Richtung Lang. Also das Risiko ihm zu hoch, dann nochmal gegen den Spieler zu laufen und dann lieber den Überraschungsmoment abzuwarten, wenn dann jemand in die Toilette gehen sollte. Vielleicht findet er sogar nochmal das Timing, da in den Rücken reinzufallen. Wäre natürlich super. Es geht langsam nach vorne, die Steps kann er weitergeben. Und dann ist Sand genau der Chaosfaktor, den sie brauchen. Aber lang wartet schon SHC. Aber zumindest ist die Lücke aufgerissen. Auch Showtime darf sich hier nochmal bedienen an Kenji. Die Smokes liegen wieder, damit der Retake möglich in 3 gegen 3, weil Cello da nochmal einen findet, indem er den Gegner da schon in den Rücken reinfällt. Also eine sehr schnelle Rotation. Und hier findet den Push oder beziehungsweise den Mann in der Ecke, damit die letzten beiden verbleibenden Spieler Richtung Lang bei Imperial. Der Molotow kommt reingeflogen. Das heißt, Tifa kann erstmal nicht nach der Bombe pieken. Der müsste dann schon durch den Molotow gehen. Also die lassen sich sehr viel Zeit. Haben noch eine Smoke. In der Mitte passt Cello auf. Letzter Spieler ist Richtung Lang bekannt. Und dann ist es Yell. Der ist beendet. Sehr, sehr diszipliniert. Also da gibt man dem Gegner nicht wirklich sehr viel Freiraum. Sondern macht hier einfach sein Ding, spielt das entspannt runter. Und lässt die Imperial Esports bisher ein bisschen alt aussehen. Etwas offensiver in Runde Nummer 11 geht es Richtung Kurz. Also man entscheidet sich jetzt hier für einen 4-Mann-Stack etwas offensiver Richtung Kurz zu arbeiten. 2 unten am Monster. Man rechnet jetzt damit, dass Imperial versucht Richtung B drauf zu gehen. Der Riecher könnte so gut sein. Der könnte hier perfekt aufgehen. Sie bleiben auch erstmal stur dabei, das Kreuzfeuer hier weiter zu bewahren. Die Bombe ist getroppt, das wurde gesehen. Und damit weiß man eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Man steht zu zweit Richtung Kurz bereit. Absolut gereadet wie die Bibel. Einfach durchgespielt. Absolut Top-Jump-Perform, das Team rund um KNG. Imperial in vielen Situationen bisher keine Möglichkeit gefunden, überhaupt den Spot anzuspielen. Fast nie draufgekommen. Wenn sie draufgekommen sind, dann war es meistens so sauber im Retake runtergespielt. Mir gefällt eigentlich super gut diese Mischung zwischen dem etwas aggressiveren Spielstil und dem halt sehr disziplinierten Spiel, was wir bisher hier doch beobachten können auf der CT-Seite. Hier eine super gute Entscheidung. So, und dann ist das Ding hier auch vorbei. 2 zu 9. Also man bewegt sich auf die Double Digits zu. Und die Chancen sind jetzt wahrscheinlich am höchsten. Weil wir bei Imperial kein Geld haben. Die müssen sparen. Der Money Reset ist real. Jo, und die Spraydowns mit der AUG, die sind auch da. Also bisher eine sehr eindeutige Partie. Da sind die Double Digits 2 zu 10. Und wir dürfen nicht vergessen, um es nochmal zu erwähnen, es ist der Pick von Imperial. Neue Runde. Bis Glück. So, da steht. Also das offizielle Map-Veto ist halt, dass Imperial diese Map gepickt hat. Und das wurde auch so in der Voranalyse kommuniziert. Vielleicht ist es einfach falsch angegeben auf dem Overlay. Mein Freund.
Kann ja auch mal passieren, dass man was falsch aufs Overlay aufdruckt, ne? Shame on me. Ja. Böser Bub. Ist natürlich ungünstig, aber naja. Deshalb erwähne ich es ja. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Obwohl es eigentlich sehr praktisch ist, dass es da auf der Map steht, auch wenn es sehr klein ist. Aber besser als gar nichts. Ist ja nur eine kleine Hilfe. So, den Schatten hat man gesehen. Ah, ja, ja, da kommt er nicht mehr raus. Das ist ein Durchbruch. Es ist eine 5 gegen 1 Situation. Am Ende ist nur noch Destiny an der Aug. Was sagt das Geld? Das Geld ist gut. Also, jagen ist auf jeden Fall erlaubt. Und herzlich willkommen. Tja, eine Runde wird ihn da natürlich auch noch ein bisschen was bringen. Die AWP möchte man aber hier safen, statt nochmal ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Ich hätte fast gesagt, ne, es ist jetzt die 13. Runde. Das Geld ist auf jeden Fall super gut. Ich hätte fast gesagt, Destiny, geh einfach hunten. Mach die Economy kaputt. Die haben ja kein Geld. Aber naja. AWP ist natürlich auch keine schlechte Alternative. Das sind immer so zwei Philosophien, die man da hier auch vertreten kann. So, was hat der Chat gemacht? Der war jagen gegangen. Der hat gesagt, schieß sie um. Selbst wenn nur ein Spieler rausnimmt, hat der Gegner halt wieder schlechtere Economy. Wer bin ich auch, dem großen Jitko? Ja, küss meinen Ring. Kannst du mir widersprechen? Küsset meinen Ring und kniet nieder. Okay, der Report geht gleich raus wahrscheinlich. Da soll mal einer sagen, der Jitko wird nicht abgehoben, ne? Ist halt so. Von nichts kommt nichts. Nein, ist natürlich nur Spaß, Mann. Ein bisschen Spaß muss doch auch sein. So, das Geld sagt ganz gut, aber sie müssen halt gut investieren. Das heißt, da hängt es natürlich auch der einen oder anderen Granate, die fehlt. Also, aber trotzdem brauchen sie sich hier nicht zu beschweren. Da könnte man sogar nochmal hochboosten. So, man wartet wieder erstmal sehr, sehr diszipliniert ab, nutzt den Tower, schaut Richtung Tür und holt hier wieder den Vorteil. Damit der erste Spieler erstmal außer Gefecht. Und es geht wieder Richtung B. Also macht es wieder sehr langsam, sammelt sich. Die Jungs auf der CT-Seite natürlich jetzt wieder mit dem Vorteil, auch wenn es um die Granaten geht, hat man hier noch genug dabei, um das abzublocken. So, jetzt kommt die Smoke, super getimed. Destiny wartet und der Schaden sitzt. Also, sie werden wieder aufgehalten von Nades und von Molotovs und sie kommen hier nicht durch bei Imperial. Das ist wie ein Buch mit 7 Siegeln. Guck mal, der schleicht sich da unten durch, nimmt die Bombe raus, zweiter gefallen. Zu einfach für die CT-Seite. Eine Runde noch zu... Ja, die Möglichkeit da, um nochmal einzugreifen, aber mit welchem Geld? Mit welchem Geld willst du spielen, mein Freund? Mit welchem Geld bei Imperiale? Ja, es ist eine super bittere Teehälfte. Man muss sagen, dass die Jungs auf der CT-Seite auf jeden Fall hier besser spielen. Das Team rund um Kenji spielt hier gerade wirklich... Im Gegensatz zu Imperial auf jeden Fall das bessere Counter-Strike. So, ein paar Beagles dabei, ein paar Granaten. Und es geht wieder über die Mitte. Es wirkt alles so ein bisschen... Ich würde sagen, es sieht schon strukturiert aus, wie Imperial halt versucht, den Raum einzunehmen. Aber es ist halt sehr zögerlich, sehr eingedämmt. Man traut sich nicht wirklich nach vorne zu gehen. Man traut sich nicht, was Schnelles zu spielen. Man versucht halt weiter in diesen Stil beizubehalten.
irgendwas gemeinsam sehr langsam und sehr kontrolliert einzunehmen, weil das hat bisher nicht funktioniert, weil Sand und Co. hier einfach sehr gut zurückschießen. Aber das Timing könnte jetzt ridiculous sein. Oh, Kill haben sie. 4 AP noch. Also ganz rechts nicht. Mit der AUG, da müsste er näher dran stehen. Dann wäre er umgefallen. Weil die AUG hat ja One-Shot-Potenzial. War nur auf nahe Distanz. Da schlägt die auch nochmal zu, kann jetzt ein HPchen da abziehen. Und es geht nach vorne. Die Smoke natürlich auch gut für die T-Seite. Auch wenn sie das einiges an sich abblockt. Und natürlich auch können sie hier halt so Überraschungseffekt genutzt werden. Und sie kommen durch. Also, CQS und SHC können hier den Spot aufreißen. Am Ende ist eine 1 gegen 1 Situation. Und dann reicht die Zeit nicht mehr. Also, den Plan verhindert KNG. Der Ritter der Runde. Und damit mal eine ganz kurze Pause. Mal gucken, ob Imperial auf ihrem eigenen Map-Pick da nochmal zurückkommen kann. Oder ob es das zumindest für Map Nummer 1 war. Bleibt dran, bis gleich. Du, 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 3-12. Sorry. Ja, sorry für die Hälfte. Kann man ruhig mal sagen. Imperial mit 3 Runden jetzt gerade nicht in einer sehr guten Stimmung. Da nochmal ein bisschen was aufzuholen. Jetzt muss halt wirklich die perfekte Hälfte herkommen. 3 Runden und damit herzlich willkommen zurück. Nach einer kurzen Pause sind wir nämlich wieder hier mit Imperial Esports gegen die Jungs von Inst und ja, damit geht's für Inst erstmal über lang. Sie haben sehr viel Equipment dabei. DCT kriegt da super viel Information. So, aber das Backup ist nicht so geil. Trotzdem einen bekommt er. Die Bombe ist gedroppt, die Information ist auf jeden Fall da. Damit kann die Rotation eingeleitet werden und zwar über, zumindest gegebenenfalls über den Sumpf, sich da nochmal ein bisschen offensiver aufzubauen. Da zeigt sich aber gerade keiner mehr. Jetzt können sie rotieren. Jetzt können sie über den Sumpf aufbrechen, in den Rücken fallen. Aber da wartet immer noch Sand. Und Sand ist halt genau der Spieler, der jetzt die komplette Rotation hier abfischen kann. Sie trauen sich immer noch nicht nach vorne zu gehen. Das ist eigentlich gut von Imperial gespielt. Man übertreibt es jetzt nicht, versucht da irgendwie die Spieler zu pushen im Rücken, sondern spielt das ganz, ganz ruhig runter. So, und Tiffa nimmt hier nochmal eine ganz gute Position ein.
Was machen die da? Die gehen nochmal komplett zurück. Die checken erstmal die Ecke. 39 Sekunden, langsam wird die Zeit knapp. Er kriegt halt immer noch die Steps mit. Und jetzt steht er da an der Ecke, wird rausgenommen. Richtung Kurz, auch nochmal der Versuch da den Headshot zu setzen. Von KNG. Und es geht nochmal Richtung A. Ein kompletter Spießrutenlauf ist hier gerade ausgebrochen. So. Und genau die richtige Entscheidung, den Spießrutenlauf nochmal fortzusetzen. Und zwar Richtung A-Squad. Damit könnte die Pistol hier zum Bombenerfolg werden. Und das sieht gut aus, wenn nicht SHC da nochmal. Zumindest Laptop Pika gegen KNG abziehen kann, aber schafft er nicht. Und damit kann KNG die Runde klar machen. Mit einem 2K von seiner Seite. Sehr stark. So, damit ist 3 zu 13. Ganz, ganz wichtige Runde. Imperial bleibt nichts weiteres übrig, als ihre magischen 3 Runden aus der ersten Halbzeit irgendwie zu nutzen, nochmal in die Eco zu gehen und in der nächsten Runde halt das Comeback zu starten. Wie soll das funktionieren? Es ist so wenig Raum zum Arbeiten, so wenig Raum für Fehler. So, es geht nach vorne. Da wird jetzt ein bisschen gejagt. Destiny mit beide raus. Aber die Headshots sitzen. 18 und 19 AP. Hauptsache die AK ist weg. Würde ich persönlich zum Beispiel jetzt Yale geben. Aber der ist schon komplett durchmarschiert Richtung lang. Letzten beiden Spieler Richtung kurz. Unterwegs. Beziehungsweise Richtung Monster. Hat sich da noch ein bisschen aufgeteilt bei Imperial. Aber es sind halt nur Pistolen. Und Showtime hat halt diese MAC-10 mit 5 AP. Ist jetzt nicht so geil. So, und jeder ist schon hier komplett auf dem Touristenmodus unterwegs. So, Bombe kann durchgetragen werden. Sie wollen sogar nochmal ins Fenster hochboosten. Na, das ist eine nette Idee. Aber da lässt sich Yeldon nicht vernaschen. Er geht sogar hoch ans Fenster. Das Timing ist gut. Also die 5 HP kriegt er abgezogen. Damit auch der letzte Spieler bekannt. Irgendwo Richtung B, irgendwo in der Ratte, irgendwo am Monster. Irgendwo wird er schon stehen. Da steht er. Und man will ihm natürlich auch noch diese MAC-10 abnehmen. Aber ist das so nötig? Naja, passt schon. Und 3 zu 14. So, die Waffenrunde, die über Sieg und Niederlage entscheidet. Oh, da ist der Tower. Vierfach-Tower. Oh, geil. Ach, der Zug. Fitz-Batman. Hat er es auf den Schirm bekommen? Nee, immer noch nicht. KNG, mach doch mal gechillt. Okay, die wissen jetzt ganz genau, dass der Tower da aufgebaut wurde. So, nochmal eine Flash vor B-Side. Und damit entscheidet man sich, nochmal Richtung A zu gehen. Das ist natürlich jetzt auch ein kleines Risiko. Man hat sehr spät die Information über die Mitte bekommen. Fury geht hier aber auch keinen Zentimeter weiter nach vorne als Richtung Park an der Wand bzw. am Blumenkübel und man stackt mit 4 Leuten Richtung B. Also man ist sich im Allgemeinen sehr, sehr unsicher, wie die T-Seite auch gespielt wird. Schon auf der eigenen T-Seite hatte man arge Probleme, ein bisschen Confidence zu zeigen, ein bisschen ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Da war man sehr, sehr stark dran gebunden, wirklich das Spiel auch von den Jungs von Insta zu lesen und irgendeine Antwort zu finden, aber wurde nicht so wirklich gegeben und somit haben sie halt auch keine Möglichkeit gehabt, ihr eigenes Spiel mal aufzubauen. So, jetzt kommt die Smoke oben Richtung Cat und dann geht's hier drauf. So, Tiffa direkt ins Gesicht rein, aber es ist nur noch die AWP. Sie rennen ins Kreuzfeuer, gibt's auch noch einen Teamkill, aber das waren nur noch ein paar mickrige AP, ich glaube nur noch 10 an der Zahl.
Also so schlimm war es jetzt nicht. Kann auch passieren. 7 Sekunden. Damit kann KNG nur noch die AWP safen. So, gehen zur zweiten Richtung kurz und KNG will einfach nur das lange Rohr durchbringen. Jo, gelingt ihm mit Bravour. Oh, jetzt nochmal den Tower, komm. Doch Richtung Kurz, da wird auch direkt abgelöscht. Also das Tempo wird weiterhin auf der T-Seite aufrecht gehalten und es geht auch sehr schnell nach vorne. Es ist der Force bei und diesmal steht das Kreuzfeuer. Trotzdem nochmal die Antwort von Cello. Sie stehen immer noch zu dritt vor B bereit. Oh, nice try. War knapp. Ah, Schaden ist immens. 25 und 22 AP, einmal bei Tiffa, einmal bei Showtime. Trotzdem bleibt der Vorteil erstmal bei den Jungs von Imperial. Und besonders mit dem Tower hat man sich das Ganze noch einen Ticken leichter gemacht. So, damit ist nur Yel und Sand. Oder Sand. So, und man versucht natürlich irgendwo sich einen Vorteil da natürlich auch zu erarbeiten im 4 gegen 2. Bisher die Möglichkeit nicht bekommen. Die Bombe muss aber langsam mal auf den Platz gebracht werden. So, und jetzt sollte man eigentlich aufpassen, dass man halt nicht aus Nest und unten aus dem Graffiti gepiekt wird. Und man muss immer einen Blick nach hinten haben. Und das ist, glaube ich, gerade das Problem, dass sie halt nicht alle Lücken schließen können. Und das gibt natürlich dem Spieler Monster die perfekte Gelegenheit durchzukommen. So, hier findet aber den ersten, zweiten fast hinterher. Also wird sehr gut aufgepasst. Damit schon mal die Probleme beiseite geschafft. Oh, das war knapp. Da wäre er fast drauf gewesen, aber die Runde ist noch nicht vorbei. Die Runde ist immer noch machbar. Er verschießt nochmal. Er muss das Duell suchen. Und am Ende kann es CQ, KS für sich entscheiden. Die Bombe kann defused werden. Und es ist die 5. Runde für Imperial. Aber ganz, ganz knapp. Und hätte hier die AWP getroffen, wäre das auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung gewandert. So, da sehen wir es nochmal. So, es geht nach vorne. 5 zu 14. So, schleicht sich hier in der Mitte nach vorne. Das ist natürlich ein gutes Informationsspiel. Vielleicht sogar der Überraschungsmoment. Jetzt mit der Smoke, den man ausnutzen kann. Perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Ja, sie ziehen schon hoch. Vor B diesmal gar nichts. Das heißt, zu dritt wird das Ding jetzt hier dicht gemacht auf A. So, nochmal eine Smoke hinterher. Hier wartet auf seine Möglichkeiten, dass sich da vielleicht irgendwas Richtung Lang zeigt. Zum Beispiel wie dieser AWP. Aber die trauen sich einfach nicht. Und ich kann es auch verstehen. Die wollen nicht kassieren. Auch wenn es hier nur Pistolen sind. Die wissen ganz genau, um was es geht. Und dass das eine sehr wichtige Runde ist, die sie halt einfach solide mit vielen Männern runterspielen müssen. So, kommt der erste, zweite hinterher. Also CQ, KS kann hier auf jeden Fall mit seiner AWP bisher triumphieren. Nochmal der Anschuss gegen ihn. Jetzt sollte er es nicht mehr übertreiben. Er hat ja immer noch seine Mates, die ihm da das Backup geben. So, nochmal vorbeigeschossen. Aber Tifa ist da. Also Full House.
So, 6 zu 14, also die Jungs von Hinz suchen immer noch ihre wohlverdiente erste Map, weil die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr stark. Gehe auch stark davon aus. Oh, da ist der Tower. Na, der kommt ein Ding zu spät. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Sie müssen halt nur die beiden Spielerrichtung kurz ausschalten. Die sind beide bekannt, stehen komplett offen. Und damit ist man durchgebrochen. Also vielleicht die Taktik genau im falschen Moment angewendet. Da contacten sie Richtung Monster nach vorne. Sie verpassen das Timing auf den Setbacks. Und schon hast du gelitten. Da hast du halt sozusagen echt die Arschkarte gezogen. Du bist halt sehr, sehr anfällig. Wenn es dann wirklich über Monster durchgeht. Oder man irgendwie das Timing verpasst Richtung Kurz. Stehst du halt sehr offen. Klar, es ist ein sehr mächtiger Boost. Er kostet aber viel Ressourcen, weil du wirklich drei Leute unten brauchst. Und damit ist die 15. Runde für die T-Seite. Also, sieht doch gut aus. Na, da schießt man sogar noch vorbei und verliert die AWP. Gucken wir aufs Geld. Eine kann man sich auf jeden Fall leisten. Und natürlich auch mehr als genug Rifles. Also, das sollte soweit passen. So, das ist natürlich perfekt. Schaut Richtung Kurz. Ja, und dann sind beiden Spieler natürlich auch für den Refrag da. Und das ist eine Leichtigkeit. Nachdem die drei Spieler da gefunden wurden, war die Runde so gut wie gegessen. So, damit nochmal dabei. Diesmal etwas konfidenter bei DCT. So, der geht Richtung Brunnen nach vorne. Richtung Mitte wird auch ein bisschen Stunk gemacht. Den Spieler sollte man da beim Playground gehört haben. Und das ist KNG. Und der ist down. So, der Rest versucht jetzt hinterher zu pushen. Schnell irgendwie die Lücke aufzureißen. Sie suchen trotzdem immer noch den Spieler, der irgendwo am Fountain steht. Also, sie wollen sie unbedingt haben. Der ist aber sehr weit runter. Macht den ersten, den zweiten bekommt er nicht. 3 gegen 3 Situation. Also auch Sand bleibt da eher etwas defensiver, aber das war sehr schön gespielt. Sie versuchen halt erst den Spieler an der Toilette rauszuholen und dann jagen sie halt noch den Spieler am Fountain. Am Ende wird der Refrag geholt und das ist das Entscheidende, damit die 3 gegen 3 Situation. Zwei Spieler warten immer noch Richtung E-Sport. Oh, das Timing ist so gut hinter dem Baum für Destiny. Ah, so bitter. Der Peak war nicht mal schlecht, weil er gerade die Granate in der Hand hatte. Aber ohne Erfolg. So, jetzt haben sie natürlich alle Freiheiten der Welt, sich nochmal neu zu sammeln, sich nochmal neu zu entfalten. Sie haben immer noch Granaten, sie haben Molotov, sie haben 2 Flashbangs und da kann man natürlich wunderbar die Spieler supporten und nach vorne bringen. Sie gehen aber nach Contact erstmal Richtung B und die Bombe wartet in der Mitte. Also man will das jetzt so ein bisschen als Fake verkaufen. Das scheint jetzt wohl auch zu funktionieren. So, checkt ihr auf jeden Fall nochmal alles ab, dass man da bloß das 2 gegen 2 weiter behält. Und nicht das 2 gegen 1 bekommt. So, ich weiß nicht, ob Destiny gesehen wurde. In dem Fall Showtime auch nur mit der UMP unterwegs. SHC kommt von hinten. Damit können sie weiter das Kreuz so runterspielen. Wie weit ist das Timing jetzt hier? Gut. Es muss sein Mate hier gefallen. Der steht komplett offen. Und an Destiny wird es jetzt liegen. Destiny mit dem ersten. Destiny hat den zweiten gesehen. Setzt hier aber keinen Headshot und damit bleiben sie weiter im Rennen. 7 zu 15. Also 7 zu 15. Und wieder der Tower. So, diesmal KNG in der Verantwortung, den Kill da zu machen. Er sieht wieder den Spieler springen. Aber ansonsten wird ihm da nichts gezeigt. Ah, vielleicht hier nochmal die Chance nachträglich. Vielleicht springt er nochmal hoch. Will er es nochmal wissen? Sie warten sehr, sehr, sehr lange. So, immer wieder unten geschaut. Er ist halt gierig auf den Spieler, der hochspringt. Nee. Das ist halt auch ein sehr schwieriger Schuss.
Also damit haben sie natürlich keine Kontrolle, müssen etwas langsamer in der Mitte aufbauen. Zwischenzeitlich wurde auch beim Pick das Logo angepasst. Okay, cool. Also, nochmal hier die Bestätigung für alle, dass der Jitko euch nicht angelogen hat. Es ist der Pick von Imperial. Und Inz steht eine Runde davor, das Ding hier auch zu gewinnen. Nur sie müssen versuchen, durchzukommen. Sitzt unten und ist bereit, auf den B-Spot drauf zu marschieren. Wie gut kommt man jetzt durch? So, Sand ist da, der Sprayer und sieht's. Showtime mit dem nächsten hinterher. Es ist nur noch Cello und der rennt durch den Molotow, zumindest den Kill zu bekommen. Aber es reicht nicht. 8 zu 15. Das Geld ist leer. Und die taktische Pause. Timeout Nummer 2. Timeout Nummer 1 wird gezogen von der T-Seite, das Team rund um KNG. Eine Runde brauchen sie noch, komm. Die eine Runde kriegen sie auf jeden Fall hier noch hin. Dann würden sie den Pick gewinnen. Und dann gehen sie auf ihren Pick und das wäre Inferno. Das ist sehr interessant, weil Inferno eigentlich eine gute Map von Imperial ist. Die letzten 5 gespielten Maps von Inst haben sie eine 40%ige Winrate in den letzten 3 Monaten. Inferno wurde von Imperial ganze 71% gewonnen und das Ding wurde 17 Mal gespielt. Also das ist schon ein riesen Unterschied. Das ist ein sehr überraschender Pick auf jeden Fall von Inst. Ich bin mal gespannt, ob sie sich da irgendwie vorbereitet haben, ob sie da irgendeine besondere Taktik haben, vielleicht Anti-Stretch spielen, wer weiß. Man kennt sich ja dann auch in der brasilianischen Gemeinde. Aber es ist ja gar nicht so oft gegeneinander gespielt. Jeweils mit 2 Siegen auf beiden Seiten getrennt. Einmal beim WSG Qualifier. Und einmal beim Qualifier für das Miner. Da hat man zum Beispiel Inferno gespielt. Und da konnte Inst mit 1 zu 16 gewinnen. Okay, alles klar. Ich nehm alles zurück. Wahrscheinlich genau die Map, auf die man wieder zurückgreifen möchte. Weil es ja so gut im Qualifier funktioniert hat. Aber Counter-Strike entwickelt sich natürlich auch weiter, ne? Bleibt ja nicht auf dem Stillstand. So, eine Runde für Inst. Oder Imperial noch mit dem Comeback. Oh, das wäre jetzt eine knallharte Überraschung. Wenn sie das noch schaffen, nach der sehr souveränen Hälfte, die sie abgeliefert haben. Schattenvorteil, erster Feld und Richtung Langwarte Tiffer. Das ist halt das perfekte Setup, um halt auf den Refrag zu gehen. Sie versuchen noch mehr Raum einzunehmen. So, hier geht auf die Jagd. Da warten aber noch 2 Spieler. Trotzdem, die sind jetzt bekannt. Sie versuchen schnell irgendwie diese beiden Spieler auch abzukatten. Destiny geht sehr, sehr weit nach vorne. Destiny hat die Chance, den Kill zu setzen. Zieht zusammen mit seinem Mate rum. Nummer 1 fällt. Da wartet noch ein zweiter. Die wissen das ganz genau. Trauen sie sich jetzt nach vorne zu gehen. Sie smogen sich erstmal einen Bereich ab. Und was macht er da? Der springt da rein. Der springt einfach rein. 3 gegen 2. Statt es geduldig runterzuspielen. In diesen letzten 16 Sekunden. Traut man sich hier mit einem Sprung nach vorne. Jetzt liegen die Nerven da auch blank bei Destiny. 22 HP. Da überlebt man nochmal. Am Ende kann man aber dieses Duell nicht gewinnen. Da ist es. GG well played. Es ist da. Map Nummer 1 geht an die Jungs von KNG und Co. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sind gleich wieder da. Bleibt dran. Hier live auf 99 Damage. Dann geht's weiter mit Map Nummer 2. Mal gucken, ob die Jungs von Inst auch auf Map Nummer 2 zumindest auf der T- oder CT-Seite auch so dominant spielt. Bis gleich.